Hallo und herzlich willkommen, Simon hier von Spielgruft und heute möchte ich gerne über das Thema reden, Spielautomaten-Feeling, Neo Geo versus Pandora's Box, warum ich hier Neo Geo AES in der Hand halte und warum die Pandora's Box, darüber reden wir jetzt. Erstmal vorab, wer die Konsole nicht kennt, der Neo Geo ist die Heimkonsole schlechthin und kam 1991 auf den Markt, ein Jahr nach dem MVS. Bis dato war es einfach so, dass sobald ein neues Arcade-Spiel für eine Spielhalle entwickelt wurde, musste auch ein neuer Spielautomat entwickelt und verkauft werden. Und da kam SNK auf die glorreiche Idee, ein Motherboard zu entwickeln, den MVS, wo man nur noch das Modul, also sprich das Spiel, austauschen muss und nicht mehr die ganze Hardware in so einem Automaten. Somit gibt es die Hardware vom Neo Geo schon seit 1990. Zum richtigen Heimkonsolenverkauf kam es dann aber erst 91 mit dem Neo Geo AES. Davor gab es schon andere Heimkonsolen, wie zum Beispiel den Sega Mega Drive, Super Famicom, sprich den Super Nintendo, so wie wir ihn kennen. Egal ob Super Nintendo oder Sega, keiner von den beiden kann mit dem Neo Geo mithalten. Natürlich hat der Super Nintendo genauso wie der Sega seine einzigartig guten Spiele, die es für den Neo Geo nicht gab. Genauso wie die Spiele, die vom Neo Geo später für den Super Nintendo oder den Sega rausgekommen sind. Dennoch kann man nicht verneinen, dass der Neo Geo im Großen und Ganzen die bessere Heimkonsole war, die alle Spiele aus der Spielhalle supportet hat und sich mit Titeln wie The King of the Fighters, Viewpoint, Samurai Showdown oder Metal Slug sich in die Gehirne der Zocker eingebrannt hat. Ich meine, nicht umsonst hat zur damaligen Zeit der Neo Geo 1100 D-Mark gekostet. Da hat man den Super Nintendo oder den Sega für ein Drittel von dem Preis bekommen. Da das Ganze jetzt aber keine Lernstunde über den Neo Geo werden sollte, komme ich mal zum Thema zurück. Es gibt einfach unheimlich viele Leute da draußen, die alten Retro-Games von damals feiern. Sei es nun Leute, die damit groß geworden sind oder junge Leute, die die Welt der Retro-Games neu entdecken. Ob es jetzt durch ein Super Nintendo, ein Sega oder eine Playstation ist, früher oder später entdeckt jeder die Welt der Retro-Games und jeder stellt fest, dass die Welt der Retro-Games einen verdammt großen Haufen an verdammt geilen Spielen mit sich bringt, die jeder gerne mal zocken möchte. Ich lese das nämlich immer wieder in diversen Foren, gerade wenn es um das Thema geht, Spielautomaten und deren Spiele scheitern einfach super viele daran, weil sie nicht wissen, was das Richtige für sie sein könnte. Die Frage ist nämlich, wie kann ich diese ganzen alten Spiele spielen, ohne arm zu werden? Natürlich ist die leichteste Antwort hier ein Emulator, runtergeladen auf dem PC, die ROM runtergeladen und losgezockt, Kostenfaktor 0 Euro und absolut 0 Aufwand. Aber Spielhallenfeeling. Wie ist das Spielhallenfeeling auf so einem Emulator? Klar, das Spiel bleibt das Spiel und es wird bestimmt nicht schlechter sein wie das Original. Im Gegenteil, Emulatoren bringen auch einige Vorteile mit sich. Zum Beispiel diese Homebrew-Spiele, die gemacht werden, die super geil sein können. Oder die Option, einen Schnellspeicherstand zu machen. Das ging früher nicht. Nachteil kann aber trotzdem sein, dass die ROMs Bugs im Bereich der Grafik oder des Sounds mit sich bringen. Aber egal, wie man das Blatt dreht und wendet, ein Emulator auf dem PC alleine kann das Feeling von einem Spielautomaten nicht wiederbringen. Deswegen waren die Leute damals schon nicht dumm und haben sich eigene Spielautomaten gebaut. Zum Beispiel haben sie sich den ganzen PC einfach in so einen Automaten reingebaut mit richtigen Knöpfen und einem Controller. Da drauf waren dann einfach ein Haufen Emulatoren und ein Haufen ROMs. Andere Leute wiederum haben sich Neo Geo MVS gekauft und diesen zur Konsole umgebaut. Beides verlangt natürlich nach technischem Know-how, denn so ein PC in Spielautomaten umzubauen mit richtigen Knöpfen und einem Joystick ist für viele nicht so einfach, wie es sich anhört. Dasselbe beim Neo Geo MVS. Ihr könnt euch den MVS sehr günstig kaufen, nur wird er nicht funktionieren ohne Netzteil, Controller und vor allem der Super Gun. Mal davon abgesehen, dass ihr noch die ganzen Spiele kaufen müsst und am besten einen Röhrenfernseher habt. Also mit viel Glück landet ihr dann irgendwann mal beim Neo Geo AES. Warum? Weil das die stinknormale und fertige Heimkonsole ist, aber spätestens hier fallen euch die Augen aus dem Kopf. Und warum? Weil das ganze Zeug verdammt teuer geworden ist. Allein der Neo Geo AES, nur die Konsole ohne alles, kostet euch satte 400 Euro aufwärts. Ein Originalcontroller vom AES kostet 150 Euro im guten Zustand. Da lohnt es sich schon eher, den Controller vom Neo Geo CD zu kaufen. Aber selbst der kostet im guten Zustand 100 Euro.
und die Spiele. Ich will gar nicht erst über die Spiele reden. Richtig gute Spiele fangen erst ab 70 Euro aufwärts an. Crossed Sword, was ich hier in der Hand halte, ist einfach mal lockere 150 Euro wert. Und das ist noch nichts. Ich will gar nicht erst über Spiele reden wie Viewpoint oder die Metal Slug Serie. Natürlich rede ich hier von den PAL-Versionen und nicht den US- oder den japanischen, die teils günstiger sind, erfordern aber auch wieder andere Voraussetzungen, wie zum Beispiel Stromanschluss und ein 60 Hertz Röhrenfernseher. Abgesehen davon könnt ihr euch gerade bei den japanischen Sachen niemals sicher sein, ob ihr euch nicht einen nachgebauten Fake kauft. Und selbst wenn ihr euch ein Original kauft, könnt ihr Japanisch verstehen? Eine andere Alternative wäre der Neo Geo X, der im Jahr 2012 rausgekommen ist. Das ist so ein kleiner Handheld, mit dem könnt ihr auch unterwegs spielen oder ihn zusammen mit einem Neo Geo X Joystick über HDMI auf der Glotze zocken. Auf dem Handheld sind dann 20 vorinstallierte Spiele drauf und über einen kleinen Kartenschub konnte man sich dann nochmal Spielesammlungen nachträglich dazu kaufen, diese da reinpacken und so sein Spielarsenal erweitern. Kostenfaktor nur für den Neo Geo X in gutem Zustand auch ab 300 Euro. Nachteil, ihr müsstet euch natürlich einen zweiten Controller kaufen, wenn ihr nicht nur alleine spielen wollt, und die ganzen Spielesammlungen, damit ihr auch wirklich alle 35 Spiele habt, die für den Neo Geo X rausgekommen sind. Nur dann beläuft sich der Kostenfaktor auch wieder bei 400-500 Euro. Und ja, es gibt für den Neo Geo X auch Multigaming-Cards wie zum Beispiel 50 in 1 oder 180 in 1, die man sich aus dem Ausland bestellen kann. Nur ich habe absolut echt keine Ahnung, ob die Dinger überhaupt für die PAL-Version laufen und wie die Qualität von diesen Multigaming-Spielen ist. Aber ihr merkt schon, die Neo Geo Geschichte wird zu einer ziemlich preisintensiven Sache. Wenn ihr wirklich ein Neo Geo haben wollt, würde ich euch ein MVS empfehlen, egal ob ihr den zu einer Konsole umbauen wollt oder den in einen Spielautomaten einbauen wollt, mit allen Komponenten, die ihr braucht und dem 161 in 1 Multigame, würdet ihr so bei plus minus 400 Euro landen. Problem bei der ganzen Sache könnte wirklich nur die Supergun werden, die ihr auf jeden Fall braucht, damit ihr mit dem Gerät überhaupt was anfangen könnt. Da müsst ihr wirklich einen im Internet suchen, der die Teile baut und verkauft, beziehungsweise es gibt auf jeden Fall auch Tutorials und Anleitungen, um sich so eine Supergun selber zu bauen, aber viele können es einfach nicht selber bauen, egal ob sie eine Anleitung und ein Video dazu sehen. Es gibt Leute, die können es einfach nicht selber machen. Und jetzt landen wir auch schon bei der Pandora's Box, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde. Achtet darauf, wenn ihr euch so eine kauft, dass ihr euch die gelbe kauft und nicht die blaue, denn die blaue ist, glaube ich, nur ein Fake von der gelben und da gibt es auch Rechtschreibfehler drauf und Probleme mit den Spielen. Also, wenn ihr euch eine Pandora's Box kauft, dann die Pandora's Box 4 in gelb und hier sind einfach mal 645 Arcade Games drauf. Mann, 645 Spiele nur hier drauf. Natürlich funktioniert das Ganze nicht ohne weiteres. Selbst bei der Pandora's Box braucht ihr spezielle Komponenten, wenn ihr die zu einem eigenen Spielautomaten bauen wollt. Das Ganze könnt ihr euch aber mittlerweile sparen, denn es gibt zum Beispiel auf eBay Pandora's Boxen, die schon in einem fertigen Gehäuse eingebaut sind, mit allem drum und dran. Controller für 1- und 2-Player, Strom- und Fernsehanschluss und integriertem Sound. Ihr könnt das Teil also so unter den Arm packen, überall mit hinnehmen zum Kollegen und da zocken. Und der Kostenfaktor liegt gerade mal bei läppchen 300 Euro. Hier mal ein kleines Beispiel. Bevor ich mir die Pandora's Box gekauft habe und zu einem Spielautomat umgebaut habe, habe ich mir überlegt, zu meinem AES noch ein MVS zu kaufen. Aber nach viel Hin- und Herrechnen ist mir dann aufgefallen, dass die Komponenten für ein MVS genauso teuer gewesen wären wie mit der Pandora's Box. Und ich hätte mir noch die ganzen teuren Spiele kaufen müssen für den MVS. Also einzige Alternative, das Multigame-Modul mit 161 Spielen drauf, hätte sich schon mal gelohnt. Ja, aber wie gesagt, vom Geld her wäre das dasselbe gewesen, also dachte ich mir, nee, Pandora's Box hört sich irgendwie besser an. So, dann kam ich irgendwann mal auf den Magic Key Converter. Das ist ein Converter, der ermöglicht ist, Spiele vom MVS auf dem AES zu zocken. Und ich habe ja schon ein AES mit allem drum und dran. Also
hört sich doch nach einem super Plan an. Einfach 161 Spiele für den AES. Nur der Magic Key Converter kostet einfach mal 250 Euro. Plus das Multigame-Modul mit 120 Euro wäre ich auch wieder bei 370 Euro gewesen. Und das lohnt sich absolut gar nicht. Denn die Pandora's Box nur in so einem eingebauten Kasten, es muss ja noch nicht mal ein Spielautomat sein, würde euch 300 Euro kosten. Da habt ihr noch 70 Euro gespart oder mehr und sogar noch 500 Spiele mehr. Selbst Leute wie ich, die ein AES besitzen oder Leute, die sich damals schon MVS zugelegt haben, sollten sich wirklich mal überlegen, Geräte wie Pandora's Box zu kaufen, denn ihr habt nicht nur einen Arsch voller Spiele, nein, ihr könnt auch eure alten und teuren Sachen schonen und immer noch eure Lieblingsspiele mit Freunden zusammenzocken. Also wenn ihr etwas richtig Cooles zu Hause stehen haben wollt, würde ich euch definitiv die Pandora's Box empfehlen, kein anderes Gerät. Wenn ihr aber jemand seid, der Geräte wie Pandora's Box verachtet, weil diese den Sammlerwert von Originalkonsolen und Originalspielen kaputt macht und ihr natürlich ein bisschen mehr Geld in der Tasche habt, dann könnt ihr euch auch gerne den Neo Geo MVS kaufen mit dem 161:1 Multigame. Da könnt ihr eigentlich nichts mit falsch machen, kostet halt wieder nur ein bisschen mehr Geld. Wenn euch das aber technisch mit dem Neo Geo MVS nicht so liegt, könnt ihr immer noch ein Neo Geo X kaufen, müsst euch aber im schlimmsten Fall mit 35 Spielen zufrieden geben. Habt ihr aber richtig Asche in der Tasche, könnt ihr euch auch gerne ein AES kaufen mit dem 161:1 Multigame und dem teuren Magic Key Converter. Ist euch das Ganze jetzt aber schon zu viel und stinkt euch bis zum Himmel, denn ihr wollt kein Geld ausgeben oder großen Aufwand betreiben, dann müsst ihr wohl oder übel bei Emulatoren und deren ROMs bleiben. Wenn ihr aber wirklich schon mal daran gedacht habt, euch etwas richtig Cooles zu Hause hinzustellen, dann habt ihr hier eigentlich alle wichtigen Fragen beantwortet bekommen. Letzten Endes bleibt es wirklich nur eine Frage des Geldes. Wie viel Geld und wie viel Aufwand wollt ihr da reinstecken, beziehungsweise wollt ihr eure alten Sachen schonen und einfach mal zu etwas neuerer Technik greifen? Mit der Pandora's Box könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen und selbst wenn euch die fertig gebauten Geräte im Internet nicht gefallen, könnt ihr euch gerne mal das Video angucken, wo ich mir mit der Pandora's Box einen eigenen Spielautomaten baue. Da gibt es auch noch 1000 andere Videos zu. Es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Wenn ihr ein bisschen technisch begabt seid oder ihr es wirklich lernen wollt, könnt ihr es machen. Es ist nicht so schwer, wie es immer aussieht. Man muss das Ganze nur wirklich Schritt für Schritt angehen und sich im Notfall einfach mal hier und da ein bisschen Hilfe holen. Denn es ist wirklich verdammt cool, so ein Gerät zu Hause stehen zu haben und damit Freunden drauf zu zocken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vor allem geholfen, sich für die richtige Sache zu entscheiden. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne fragen. In dem Sinne wünsche ich euch das Beste bei eurem Kauf, bei eurer Entscheidung und ich hoffe, ihr schaltet wieder ein.